Er kommt mit Verspätung, aber er kommt. Joachim Gauck ist, seitdem er als nächster Bundespräsident vorgeschlagen wurde, nur noch unterwegs. Er stellt sich den Wahlleuten in der ganzen Bundesrepublik vor. Heute ist er in Bayern auf Einladung aller Fraktionen im Bayerischen Landtag. Der Medienrummel ist groß, die Erwartungen an Joachim Gauck auch. Er war schon vor 2 Jahren hier im Maximilianeum, um sich vorzustellen. Damals haben CSU und FDP ihn aber abblitzen lassen. Diesmal ist alles anders. Alle Parteien unterstützen Joachim Gauck. Freie Wählerchef Hubert Aiwanger ist froh darüber. Zu guter Letzt musste auch die CSU einlenken und ich glaube, das ist gut so. Er kann sich jetzt auf einen breiten Konsens berufen und verlassen. Im Vorfeld war das ja nicht ganz so abzusehen, aber ich bin überzeugt, dieser breite Konsens tut ihm gut. Joachim Gauck jedenfalls freut sich über den herzlichen Empfang. Im Ganzen ein schönes Gefühl einer offenen Begegnung. Und das wünsche ich mir auch für später. Falls es so kommt, dass ich gewählt werde, möchte ich solche offenen Begegnungen, wie auch immer sie dann gestaltet sind, gerne öfter einmal erleben. Im Plenarsaal begeistert er die Wahlleute und überzeugt auch die letzten Zweifler. Es gab keine kritischen Fragen, es gab vielleicht mal eine Nachfrage zum einen oder anderen. Ich bin ja auch in der Öffentlichkeit gefragt worden, ob mein Freiheitsbegriff nicht verengt sei, individualistisch sei. Wer meine Texte liest und meine Erläuterung, dass ich Freiheit immer verstehe als Freiheit zu etwas und für etwas, dass also Verantwortung für mich den Kern der Freiheit ausmacht, der wird mich immer missdeuten, wenn er mich darstellt als einen, der die Freiheit der Starken und Gesunden fordert und dem alles andere egal ist. Die Freien Wähler jedenfalls stehen hinter Gauck. Sie haben das große Ganze im Auge, sie verlieren sich nicht in Details und ich bin überzeugt, dass wir mit Ihnen einen guten Präsidenten bekommen werden. So sehen das auch die Landtagskollegen. Er war überwältigend und ich muss sagen, Joachim Gauck wird ein Präsident sein, der die Menschen motiviert. Ein Präsident sein, der für seine Ideale der Freiheit lebt und auch diese sehr überzeugend vertritt. Als ehemaliger Gefangener des SED-Regimes ist er der Mann, der in Deutschland der Freiheit wieder zu ihrem Stellenwert verhilft. Für mich war das wirklich so mitten ins Herz getroffen. Ich habe zu dem Kollegen, der neben mir saß, gesagt, er spricht den Menschen wirklich aus der Seele. Also ich bin zum wiederholten Mal sehr beeindruckt von der Persönlichkeit des Herrn Gauck. Insofern war es für mich ja nicht überraschend. Ich habe mir das gleiche positive Bild ja schon 2010 vor der damaligen Bundespräsidentenwahl gemacht. Insofern hat es sich nicht verschlechtert, im Gegenteil verbessert. Es war eine tolle Vorstellung von ihm. Der Mann sprüht vor Weisheit, vor Lebensweisheit. Ich denke, das wird ein sehr würdiger Bundespräsident werden. Es ist spät geworden. Joachim Gauck ist viel länger im Bayerischen Landtag geblieben als geplant. Aber bald hat er seine Kandidatentour hinter sich, denn am Sonntag wird er in Berlin wohl zum 11. Bundespräsidenten Deutschlands gewählt.